So Leute, willkommen zurück zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ja, im letzten Part haben wir hier eine unersetzlich wertvolle Vase runtergeschmissen. Und unser lieber Peiniger, Argus Filch, regt sich wieder auf und seine Pussy schaut zu. Oh Mann ey. Und hier hatten wir ein Geheimnis, das wir nicht öffnen konnten. Ach, jetzt geht's. Na, das wollte wohl letztens, in den letzten Part einfach nicht rein... Oh nein, die gibt's ja hier auch, ey. So. Einfach mal umklatschen. Oh, und das war... Boah, das hat mir toll... Das hat mir so gut gefallen. Hier konnte man die ekelhaften Teile nehmen. Die ekelhaften Gnome. Und hier, das sind solche... So eine Art Behausung. Das ist so eine Art Behausung für die. Und da konnte man die so schön reinklatschen. Und dann hat man auch noch Bohnen von denen bekommen. Da fällt der erstmal die Treppe runter. Obwohl das da drin nur so ein viereckiger Kasten ist. Naja. Hier haben wir dafür jetzt eine schöne Truhe. Was birgt sie in sich? Nur Bohnen. Das war so klar. Ich fragte einfach nicht nach, warum, weshalb, wieso. So, hochklettern. Harry, du schaffst das. Ein Wasserspeier, der wohl überhaupt nicht aussieht, als ob dahinter was verborgen wäre, wegen diesem komischen Texturenbogen. Ja, ja. Was haben wir hier? Und die Schule, hat extrem schlechte, ja, Fassade. Hier ist alles kaputt. Hätten sie nicht so viel Geld für die Bilder ausgeben sollen, sondern hier für Reparatur. Oh Gott. Was mir gerade auffällt, hier sind keine Stühle in dem Klassenzimmer. Und alle stehen ungefähr 2 Meter voneinander entfernt. Aufgrund meiner Berühmtheit ist es eigentlich unnötig, dass ich mich vorstelle. Aber ich werde es trotzdem tun. Ich bin der Fistkönig. Orden der Merlin dritter Klasse, Ehrenmitglied der Liga zur Verteidigung gegen die dunklen Kräfte und fünfmaliger Gewinner des charmantestes Lächelnpreises der Hexenwoche. Wie ich sehe, habt ihr alle die komplette Ausgabe meiner Pornos erworben. Gut so. Heute lernen wir den Rictus Sempra duelliert. Den Rictus Sempra. Rictus Sempra kann angewandt werden, um nervtötende Kreaturen, wie zum Beispiel Wichtel aus Cornwall, zu betäuben. Wer möchte der Erste sein? Harry Potter, kommst du bitte zu mir? Oh, Harry Potter. Hat der ein Glück? Alter, da steht ja 1 Meter von ihrem Pult weg. Hat der ein Glück? Ich werde diesmal nicht geraped. Arme Hermine. Vergiss alles andere, Harry. Vergiss sogar mich. Und konzentriere dich auf die Symbole vor dir. Ja. Siehst du den Zauberstab? Ein Gegenstand, dieses Symbol, werde ich dir in diesen... Wenn der Zauberstab sich über einen Pfeil bewegt, musst du die entsprechende Pfeiltaste drücken. Diese Herausforderung besteht aus 3 Übungen. Ich kann das nicht. Du musst alle Pfeile genau treffen, um mit der nächsten Übung fortfahren zu können. Bist du bereit? Ja. Übung 1. Fang an. Ja, das sind jetzt hier die Übungen. Man muss die Pfeiltasten drücken. Das wird, glaube ich, immer schwieriger. Aber es ist wesentlich leichter als das ekelhafte Nachzeichnen im ersten Teil. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung beginnen. 5 Punkte für Gryffindor. Wow. Übung 2. Und man sieht, es wird halt jetzt immer mehr oder weniger schwieriger. Es ist halt ein Kinderspiel und jetzt werde ich wahrscheinlich sowieso gleich was versauen, weil ich hier fröhlich kommentiere. Aber dann habt ihr was zu lachen. Gut gemacht, Boah, Harry. Sagte ich, jetzt du geht's weiter. Mit der nächsten Übung beginnen. 10 Punkte für Gryffindor. Yay. Übung 3. Fang an. Alter. Wow. Mir ist so warm. Ich habe das Fenster zumachen müssen, weil ich hier direkt an der Straße wohne. Und wenn da irgendein Verrückter vorbeikommt und erstmal meint, wieder... rumschreien zu müssen, Harry. Du dann hört man das. Du bist sicher stolz darauf, jemanden wie mich als Lehrer zu haben, stimmt's? Du hast die Übung erfolgreich abgeschlossen. Boah, ey. 15 Punkte für Gryffindor. Du beherrschst nun Rictus Sempra. Du scheinst zwar nicht ganz so talentiert zu sein wie ich, aber... Ja. Wer ist das? Wer kann anderen Leuten so talentiert Dinge in den Arsch schieben? Mit der Rictus Sempra Herausforderung zu überprüfen, wie gut du Rictus Sempra beherrschst. Viel Glück, Harry. Das hört sich an nach einer Sexstellung, ey. Wie gut du das beherrschst. Göttlich.
Willkommen, Harry, zu meiner berühmten Rictus Sempra-Herausforderung. Ja, da wird er erstmal eingesperrt. Um die Herausforderung erfolgreich abzuschließen, musst du den Stern der Vollkommenheit von der Spitze dieses Turms holen. Hol dir den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich. Spring die Uhr auf null, bevor der Stern der Enthaltsamkeit. Die Herausforderung als verloren. Auf deinem Weg wirst du noch weitere Sterne finden. Hebst du sie auf, erhältst du Zeit- und Punkteboni. Versuche, alle einzusammeln. Versuche, den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich zu finden. Je mehr Punkte du am Ende der Herausforderung hast, desto mehr Hauspunkte bekommst du. Oh, bist du bereit? Viel Glück! Auf die Plätze, fertig, los! Ich frage mich zwar, warum die Schule... Feuerkrabben sind kleine, gemeine Plagegeister, die Feuer spucken. Du kannst sie betäuben, indem du Rictus Sempra auf sie anwendest. Mit Flipendo kannst du sie dann durch die Gegend schubsen. Durch die Gegend schubsen? Platzierst du eine Feuerkrabbe auf oder neben das Symbol, geschieht etwas Aufregendes, Harry. Aufregend. Verwende Flipendo, um die Feuerkrabbe auf die Platte zu befördern. Als ob die Schule zu viel Geld hätte, damit die hier ganze Zeit irgendwelche komischen Aufgabenbereiche bauen kann. Wow, da hat die mich erstmal in Flammen gesetzt. Da wurde Harry erstmal heiß gemacht. Ich glaube, ich werde jetzt hier mal mit Maus spielen, dann kann ich ausweichen. Aber ich glaube, so nötig ist das gar nicht. Man sieht, man muss diese Feuerkrabben einfach mal wegboxen. Oh, da ist eine Feuerkrabbe. Oh. Hm. Wow, die Maus ist extrem komisch eingestellt. Nur du nicht! Verschwinde! So, einfach wegdrängen, das Viech. Ist da was? Hm. Ich dachte, da wäre etwas. So. Die Musik ist gerade irgendwie bedrohlich. Das macht mir Angst. Das ist eine orangefarbene Riesenschnecke. Sieh zu, dass du nicht mit ihr oder ihrer Schleimspur in Berührung kommst, denn ihr Gift wird dir sonst die Haut verbrennen. Sie macht dich impotent. Harry, ich kenne mich damit aus. Mit Rictus Sempra kannst du sie betäuben. Verwende dann Flipendo, um sie durch die Gegend zu schubsen. Um sie durch die Gegend zu schubsen. Wie er das vorhin betont hat. Oh nein, ey. Geh doch einfach weg. So, ist gut. Okay. Was für eine behinderte Schnecke. Alter. Dafür ist die aber ganz schön schnell. Oh nein! Das ekelhafte Viech. Einfach weg mit dir. Los. Also, wir müssen jetzt hier im Prinzip nur die jeweiligen Gegner besiegen. Das ist ja noch ganz einfach. Ich glaube, das wird immer schwieriger im Laufe des Spiels. Da kommen dann immer mehr und ich glaube auch ekelhaftere. Ekelhaftere. Ist gut. Naja. Ich glaube, da gab es einen ganz ekelhaften... Ich sag immer ekelhaft. Da gab es einen ganz blöden Gegner. Der kam aber eher gegen Ende des Spiels. Der war meiner Meinung nach richtig schwierig zu bekämpfen. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Aber das werden wir früher oder später eh sehen. Wofür verschiebe ich jetzt eigentlich die Blöcke? Das wüsste ich jetzt gern. Komme ich damit da oben hin? Ups. Geht die da rein? Die ist so dumm, ey. Naja. Schnecke. So. Da verschwindet auch die Schleimspur schlagartig. Da hat sie geschrien. Das ist mir zwar neu, dass Schnecken schreien können, aber wie gesagt, man sollte in so einem Spiel nie was hinterfragen. Das ist nicht gut für ihre Gesundheit. So. Hüpf. Hüpf. So, zur nächsten Truhe. Hast du jetzt sicherlich eine Bildkarte drin, oder? Tatsache. Nein, nicht ins Loch. Bleib hier. Oh, die Musik macht mich voll kirre. Obwohl jetzt gar nichts mehr Bedrohliches da ist. Oh, oh Gott. Das war knapp. Ich bin unfähig, da hochzuspringen. Los, Harry Potter. Du schaffst das.
So. Hier sind weitere Schnecken. Was wollen sie von uns? So. Ich glaube, die müssen wir hier rein, oder? Wow. Das gibt zwei stinkige Bohnen. Und jetzt juckt mein Auge. Das ist nicht toll. Wow. Jetzt wäre das Teil beinahe auf mich losgegangen. Hilfe. Naja. Zwei Bohnen sind besser als keine Bohnen. Gnomen sind habgierige Wesen. Pass auf, dass sie dir nicht deine Bertibots Bohnen oder deine... Ach, der ist da drinne. Ich dachte es gerade. Flipendo, kannst du sie auf den Rücken werfen? Sie lassen dann alles fallen, was sie gestohlen haben. Du kannst das habe ich schon gezeigt. Hochheben und sie durch die Gegend schleudern. Wirf sie in ein Gnomenloch, um sie endgültig loszuwerden. Ach, Gnomenloch hieß das Ding. Das ist ein Gnomenloch. In diesen Löchern haben... Ja, da sehen wir den Gnom, der da drin ist. Dort auch die geklauten Sachen. Wirf ein paar Gnomen in diese Löcher, um sie endgültig loszuwerden. Du kannst nicht in die Löcher kriechen. Du kannst nicht in die Löcher kriechen, als ob das der Wunsch jedes kleinen Kindes wäre. Wieso kann ich das Ding nicht reinzaubern? Scheiße. Ha, Panik. Jetzt kann ich hier warten, ich will den Gnom da reinbringen. Oh nein, jetzt. Wie unterhalte ich denn jetzt? Über was soll ich reden? Über was soll ich reden? Ach, mir fällt gerade überhaupt nichts ein. Naja. Ach, jetzt weiß ich wieder, wie die Gegner hießen. Warte, jetzt nicht den Faden verlieren. Imps. Imps, so hießen die. Das waren, die zwei... Das waren die zweiten Gegner nach den Gnomen, die gefährlich werden konnten. Hier handelt es sich wahrscheinlich um einen Bug. Ich werde am besten einfach weitermachen. What the fuck? Da hat mich Gilderoy's Face gleich weggeschlagen. So hieß es jetzt einfach mal zu ignorieren, dass da immer noch der Gnom frei rumläuft. Auch wenn das jetzt gerade irgendwie unangenehm ist. Aber man kann es nicht ändern. Oh, und der keucht immer noch rum, ey. Ist das ein Bug wie aus dem ersten Teil? Und da sieht man... Ach, das habe ich auch schon gesagt. Dass die ekelhaften Frösche weghüpfen. Sagte ich gerade, ich komme nicht an die Karte ran. Ist das wohl eine Falle? Niemals. Wie auffällig, unauffällig war das denn? Also mal ins Loch boxen. Oh, immer noch nicht. Vorsicht, sonst steht die wieder auf. Ist das ein bodenloser... Ja, natürlich. Man war nicht zu geizig, bodenlose Löcher hier reinzumachen. So. Funktioniert wieder alles. Ach, gut, wenigstens kann mir der Gnom nicht folgen. Das ist doch schon mal ein positiver Aspekt. Da rasen die ollen Schnecken runter. Los, in das Loch mit dir. Dieses Schneckenhaus erinnert mich irgendwie an so eine total überzogene Perücke, ich weiß nicht. Übertrieben. So eine typische Olivia Jones Perücke. Ich möchte jetzt nicht diskriminierend sein, aber keine Ahnung, das erinnert mich gerade irgendwie daran. So, hier haben wir wieder ein paar Krabben. Huch, da ging das schon runter. Auf die Uhr mal schauen. So, das hat jetzt geklappt. Ich werde hier jetzt den Part gleich cutten. Dann nehme ich jetzt gleich noch ein Part auf. Mach die Aufgabe hier zu Ende. Fertig, was auch immer. Und dann werde ich erstmal eine kleine Aufnahmepause machen. Blöder Frosch, dann bleib halt da unten. Ich sehe das schon, da oben. Wow. Oh, Jesus. Jetzt habe ich mich gerade voll erschrocken wegen diesem verdammten Frosch. Ah, meine Güte. So.
Hier haben wir eine Bildkarte. Lässt sie sich auch aufsammeln? Ja. So. Boah, 199 Bohnen. Und mit diesem schönen Ergebnis mache ich jetzt hier einen Cut. Bis zum nächsten Part, Leute. Haut rein. Runner over and out.